Nein. Wir müssen auch hier hin. Wenn, dann will ich alles mitnehmen. Bin ich so gierig. Wenn, dann bin ich gierig und nehme alles mit. Ah, es war mies geschossen. Alles sicher jetzt. Okay. Dann haben wir das. Das haben wir erledigt. Fahren wir hier hin. Seht euch das an. Palmen. Die Dattelfarm. Dort ist die letzte Skatlak-Form. Ziele gesichtet. Ist zu riskant. Das waren alle. Weiter. Wir haben mit dem Scheiß angefangen. Also. Also sich nicht wundern. Einer von Gladnys Speeren. Delta, willkommen in der Oase. Ich bin auf der Erhöhung, falls ihr mich sucht. Iraker, wir sind im Vorteil. Siehst du Iraker? Ich sehe hier keine. Delta höchstpersönlich. Ich kann euch zeigen, was euch erwartet. Nicht abdrücken. Eine Fresse. Unterwegs. Das Gebiet scheint in guten Händen zu sein. Das Gebiet scheint in guten Händen zu sein. Aber ja, schon mal besser gemacht. Scheiße. Willkommen im Kampf. Ich helfe, wo immer ich kann. Das habe ich echt schon mal besser gemacht. Ei, ei.
Alex ist mit Minigun hier. Oh, der hat gesessen. Ich hab's gespürt, das war original. Du hast die Ehre, Gladney persönlich zu informieren. Wulu Wulu. Er müsste auch noch eine Kiste geben. Ja. Herr Kollege. Haben wir auch wirklich alles jetzt gemacht. Wow, und im Fall. Ah, ich kann noch gucken, ob es hier noch so ein Nachrichtending gibt. Zum Abhorchen. Oder ein paar Moneten. Hier ist keine Kiste mehr. Ja, danke zur Basis. Gladney, wir kehren zum Lager zurück. Wir wärmen uns gerade erst auf. Alle, die Markierung da kann ich wegmachen. Ist es? Der Captain wartet in der Höhle. Da seid ihr ja. Ich habe was für euch. Gute Arbeit mit den Raketenstellungen. Das war ein Stich ins Wespennest.
Hab einen Heli in Bereitschaft. Ruft ihn, wenn nötig. Sie greifen an. Oh. Irakische Einheiten nähern sich unserer Position. Stell dir mal deinen Heli auf die Probe. Fordere ihn an. Der macht hier kurzen Prozess. Ja, ich will mir kurz eine Zigarette bauen dann. Jo. Beeindruckend. Da das erledigt ist, rufe ich gern meine Männer, sobald ihr den Palast angreifen wollt. Greifen wir jetzt an, dann mit dem, was wir haben. Sicher? Rohr geladen. Mörserschlag wartet auf Einsatzbefehl. Ich warte hier. Bereit für den Palast. Dann mit dem, was wir haben. Sicher? Gebt den Befehl. Geil. Schnell in den Palast rein und noch schneller wieder raus. Sobald ihr getan habt, was ihr müsst, radieren wir ihn von der Karte. Verstanden, Jekyll 1. Wir bleiben nicht zum Tee. Schmeckt vermutlich eh nicht. Ja, aber noch mit der Kaffee mehr. Wir vermuten, dass wir auf der anderen Seite des Geländes reinkommen. Wir unterstützen euch. Danach liegt es am Talon 1, uns in einem Stück rauszuholen. Wäre meine erste Wahl. Na dann mal los. Wir sind fast da. Das Tor zum Palast ist gleich davor. Aufpassen, Leute! Die wissen, dass wir kommen! Der Bunker ist hinter dem Palast. Los!
Oh fuck, ich bin abgelippt. Na, ich hab mir dann zu übertrieben, glaube ich. Ah was, ich bin die Bodenunterstützung, wir brauchen keine Luftunterstützung. Wieso schmeißt du mir die Granate nach, Alter? Das war gerade so schön. Arsch! Ob der da unten im Pool und schießt auf mich? Oh, meine Verbündete, sorry! Haben wir noch Verbündete? Ah, ein Auto habe ich da. Case Adler, zu mir. Wir gehen runter. Wir halten den Bereich. Warum schieße ich die ganze Zeit auf meine Kollegen?
Alter, was hat er hier? Das ist es hoffentlich. Die machen es einem nicht leicht, was? Wow. Gütiger Gott. Saddam hortet hier unten Millionen. Scheiße. Oh, was ist denn das goldene Klo wert? Er würde das alles. Weil das Klo? Vernichtungswaffe. Lol. Wir sind nah dran. Sicher. Ilga. Was zum Teufel ist hier drin passiert? Ein Biolaborkabinett. Das muss Alawi gemeint haben. Was ist mit dem Koffer da? Sieh mal nach. Boah, Virus. Was haben wir? Die Wiege. Pantheon hat eine verdammte biologische Waffe. Und sie haben sie Saddam überlassen? Ein Muster davon. Oh, das ist nicht wieder so ein Halogeno-Scheiß, oder? Eine Disk. Und Notizen, alle russisch. Boah, irgendwelche Dinger abkriegt. Klingt, als würdest du ihn kennen. Ich kenne den Namen. Gusev war Wissenschaftler im Biowaffenprogramm der Sowjetunion. Biopräparat. Laut Aufklärung ist er letztes Jahr aus Russland geflohen. Seitdem fehlt jede Spur. Gusev gab dem Pantheon eine russische Biowaffe? Nein. Hier steht, dass die Wiege einen anderen Ursprung hat. Eine Forschungseinrichtung, die ich kenne. Amerikanisch. Okay, die Besuchszeit ist um, ihr drei. Wir brauchen eure Hilfe hier oben. Bewegung. Donner Dykes. Habt ihr, was ihr wolltet? Nicht wirklich. Aber was wir brauchen. Wir müssen eine Abholzone sichern. Los, aufs Dach des Palastes. Das Dach ist unser Ziel.
Eagle 1, hier Talon 1. Nimm noch einen halben Fuß entfernt. Bereithalten für Extraktion. Talon 1, das ist zu heiß. Es sind Feindhelis in der Luft. Verstanden. Bleiben auf Distanz. Da kommen immer mehr. Für eine Entdeckung. Nö, nee, noch nicht. Ah, Scheiße. Wo bleibt unsere Exfiltration? Jekyll 1, hier Talon 1. Nehmt noch einen halben Blick entfernt. Bereithalten für Extraktion. Talon 1, das ist zu heiß. Es sind Feindhelis in der Luft. Verstanden. Bleiben auf dem Tank. Ciao, ja. Scharfschützen ausgeschaltet. Weg hier. Genug von den Sackratten. Wow. Kommando, Ziel gehört euch. Bestätigt. Angriff. Genießt die Aufmerksamkeit. Oh, spreng weg den Pumps. Du gehst mit einem Knallpark. Das hast du dir extra aufgehoben, nicht wahr? Schön, dich zu sieh mal einer an, Händler. Wir sind mal einer Meinung. Uiuiuiui. Das Pantheon hat eine biologische Waffe. Die Unterlagen aus dem Bunker, da stand ein Name drauf. Matvei Gusev, ein russischer Waffenforscher. Wir glauben, dass er noch im Irak ist. Irgendwo. Adler ist noch dort, um seinen Arsch aufzuspüren. Felix soll sich um die gefundene Diskette kümmern. Wir anderen untersuchen den Ursprung der Wiege. Wenn Adler recht hat, könnte das Ding aus einer US-Forschungseinrichtung stammen. Ein russischer Wissenschaftler und eine amerikanische Biowaffe. Wo zum Teufel sind wir hier reingeraten? Hast du die Schwierigkeit? Forschungseinrichtung gefragt? Sie geht nicht dran. Sie sollte Livingston überprüfen.